Servus und herzlich willkommen zu Flaming Tables 5 Teil 2. Unsere Runde ist weiterhin dieselbe. Und hey, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal auf ein paar Sachen über den Main Event zu sprechen, oder? Ich hoffe, dass wir wirklich langsam mal Sachen besprechen, die wirklich relevant sind. Weil bis jetzt, okay, im Teil 1 eine Match-Ankündigung, okay, aber zum Main Event habe ich noch nichts gehört. Wir wissen nichts Neues. Warum ein Einzelmatch? Wer wurde angegriffen vom GWP Office? Mein lieber Geschäftsführer PR, bitte packen Sie mal aus. Ich habe schon alles dazu gesagt und mehr dazu sage ich nicht mehr. Kein Kommentar. Das habe ich so oft gehört bei Flaming Tables Teil 4, kein Kommentar. Ich will wirklich mal Fakten hören, mal was Neues. Warum sitzen Sie eigentlich hier in der Runde? Was ist an der Bedeutung, kein Kommentar dran zu verstehen? Also ist der Geschäftsführer hier. Ich kann dazu keine Details geben. Es wurde alles gesagt, was gesagt worden ist. Murat ist gefeuert und... Stopp. Schon wieder eine Unterbrechung. Ja, okay. Okay. Entschuldigen Leute, ich muss weg. Wichtig, Termin. Geht gar nicht. Hast du es mal wieder geschafft? Wieso ich? Ich habe nichts gemacht. Ich versuche nur was rauszubekommen. Presseinformation. Vielleicht war es deine Stella. Stella? Ich glaube nicht. Bleib konzentriert, komm, mental. Kamera läuft. Okay. Aber jetzt haben wir einen leeren Platz, Mann. Danke. Habt ihr eine Idee? Also an mir liegt sie nicht. Also ich glaube, ich habe eine. Ich habe da noch was. Echt jetzt? Ja, warte drauf. Kleinen Moment. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Aber du warst bei Flaming Table 4 nicht da, da war ich eigentlich in der Mitte gesessen. Wo ich auch hingehöre, in Spotlight, in Scheinwerferlicht. Liebe Freunde, ist das was? Dieter Eckes Eckstein live bei Flaming Tables. Wow. Und warum sitzt du auf meinem Platz? Ja, ich rutsche noch rüber, geh mal weg. Dankeschön. Dankeschön. Passt. Wahnsinn, Eckes ist da. Unfassbar. Ja. Herzlich willkommen. Unfassbar. Hallo. Servus, grüßt euch. Hi. Geh mal kurz darüber. Dankeschön. Nimm Platz bitte. Danke. Also ich bleibe. Gern. Ich muss nicht zu nah am Herrn Martinson sein. Ja, jetzt haben wir ihn endlich da, meinen guten Freund Dieter Eckes Eckstein, die Club-Legende. Eckes, herzlich willkommen hier bei Flaming Tables. Sehr interessant. Du trägst schon ein besonderes T-Shirt. Ja. Ich hoffe, dass wir von dir mehr Informationen bekommen, von dem Herrn, der vorhin noch hier gesessen war. Ja, das T-Shirt ist natürlich von meinem Kumpel, vom Andy. Und ich freue mich natürlich drauf, weil er hat mich darauf angesprochen, hat gefragt, ob ich ihm an einem besonderen Tag unterstütze. Und da war für mich klar, dass ich den Andy sehr stark unterstütze und mit dem Andy natürlich auch, wenn es möglich ist, mit in den Ring gehe und ihm die nötige Kraft gibt für den Kampf. Okay, also das Schlagwort ist Mission Titelgewinn. Ihr beide befindet euch auf einer Mission. Ihr wollt den Titel zurück in die GWP holen gegen Juvenal X. Und du kennst die Geschichte, Andy wurde hintergangen. Oh ja. Er hat sich mit Eckes jetzt großartige Unterstützung geholt. Also natürlich ein richtiger Faktor jetzt. Auf jeden Fall. Ich sag mal, GWP-Legende trifft auf FCN-Legende, wenn man so möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ihr erster Auftritt im Wrestling. Das ist mein erster Auftritt im Wrestling. Ich hoffe natürlich nicht, dass es der letzte ist. Und wie gesagt, ich werde Andi da voll unterstützen und ich gehe mal davon aus, dass er auch den Kampf gewinnt mit meiner Unterstützung. Glauben Sie, Juvenal X hat überhaupt eine Chance, wenn Sie jetzt da als Duo... Sehen Sie? Ja. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer der Gegner ist. Juvenal X, der World Champion, ist kein Name. Absolut, Andy macht das Rennen. Ex-World Champion. Ex-World Champion. Und Andy ist der nächste Champion und davon bin ich überzeugt. Und wie gesagt, er wird meine ganze volle Unterstützung haben und für mich ist schon ganz klar, dass der Andy gewinnt. Also, wow, das ist auf jeden Fall Zuversicht. Das ist Zuversicht für den Main Event. Und ich hoffe wirklich, dass der Titel, der ist unser höchster Titel, wieder zurückkommt zur GWP. Und das natürlich FCN meets GWP. Ich freue mich drauf, Du musst ja eins sagen, Stefan hat es ja auch gesehen, wir haben alle am Sinn. Eckes war ja bereits beim CEF TV mit Andy zusammen in der Runde, wo ich ja natürlich auch zugegen sein durfte. Ihr habt ja eine klare Ansage gemacht. Ihr habt euch formiert und ihr habt gesagt, ihr rockt das Ding, oder? Ja klar, wir haben damals die Ansage gemacht und wir sind da auch keinen Millimeter davon abgewichen. Und wie ich schon gesagt habe,
Das wird ein schöner Tag für uns, für mich und Andy, und ich freue mich jetzt schon drauf. Mit Sektkorken knallen, so waren die Aussagen, ne? Ja, auf jeden Fall mit Sektkorken knallen, klar. Und wir lassen es dann richtig knallen hinterher. Was ihr beiden Jünglinge vielleicht jetzt nicht wisst, was jetzt mehr so in Richtung Eckes und mir geht, aufgrund unserer Erfahrung ist, dass wir beide im Endeffekt aufgrund unserer Nationalität noch eine Fehde offen haben. Und zwar, es geht um den 31. März 1988. Ich war ein kleiner Junge und bin da gerade von Schweden rübergekommen, um in Erlangen aufzuwachsen. Und dann sah ich quasi einen Dieter Eckes Eckstein, der gegen meinen Nationalheld, den schwedischen Torhüter Möller, das Ding im Elfmeterschießen reinhaut. Ja. Gut, wir haben dann gewonnen, aber du hast trotzdem geknipst. Ja, was heißt geknipst? Er ist mit Hänge und Würge reingegangen damals, ne? Der Elfmeter. Aber gesehen. Drin ist drin. Wurde leider nicht als Nationalmannschaftstor angezählt, weil es ein Elfmeterschießen war. Aber es war ein Tor für mich, für die Nationalmannschaft. Und das ist heute noch für mich eines von den größten Erlebnissen meiner Karriere. War natürlich für mich als kleiner Junge ein Stich ins Herz. Dieter Eckstein, der Klubberer, trifft gegen meinen Schweden. Ich wollte dich natürlich herausfordern jetzt hier im Elfmeterschießen. Kleines Angebot, wärst du auf eine Wette bereit? Klar, auf jeden Fall. Der Ball liegt schon da. Du hast doch keine Chance. Denkst du? Ach komm. Hast du mich schon beim Tor gesehen? Tja. Ey, ich kenn Leute, deren Bein ist so hoch wie, wie du komplett. Okay. Eggis, du bist bereit? Du gehst im Contest mit mir ein? Ich gehe im Contest mit dir ein. Wir machen die Revanche von 1988. Schweden gegen Dieter Eckstein, gegen Deutschland. Drei Schüsse. Okay, kein Problem. Wie viel magst du rein? Was denkst du? Naja, es kommt darauf an, wie groß das Tor ist. Und wer im Tor steht und wenn und du im Tor stehst, dann wollte ich alle. Jetzt gerade sagen, ja, es kommt auch darauf an, wer im Tor steht. Also der Möller steht ja nicht mehr im Tor. Schau mal. Zwei Stück mache ich auf jeden Fall. Werdet ihr auf den Schweden oder auf die Clublegende, den Ex-Nationalspieler? Der Tag muss erst mal kommen, dass ich auf dich wetten würde. Ich glaube, du verletzt dich. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Okay, 3-1, Deutschland gegen Schweden. Wir ziehen es durch, wir machen das Elfmeterschießen. TV ist bereit gegen Dieter Eckes Eckstein. Schaut's euch an. Liebe Zuschauer, liebe GWP-Fans, liebe Fans vom Flaming Tables, jetzt gilt's. Wir haben Schweden gegen Deutschland. Wir haben Dieter Eckes Eckstein gegen TV The Voice, Mats Martinsson. Und nachdem, dass wir ja nicht so sind und wir auch unserem kleinen schwedischen Schlumpf hier eine kleine Chance geben möchten, natürlich, haben wir uns dafür entschieden, drei Schüsse auf dieses Tor gegeneinander, 1-1. Wer möchte anfangen? Schweden, ne? Soll ich vorlegen? Leg's mal vor, ja. Okay. Darf ich? Keine Ahnung, wie viel Fußball das ist, das sieht man schon. Torwart-Handschuhe, ja, Schütze, perfekt. So, jetzt gilt's, lieber Chris. Ich bin gespannt, ob er denn die Wand trifft. 7 Nationalspiele und 289 Bundesligaspiele treffen auf 0 Ligaspiele. Mats Martinsson vor dem goldenen Schuss, Fragezeichen. Nein! Das ist knapper, als ich gedacht hätte, auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem Wasserball und einem größeren Tor hätte es was werden können. Er ist ein Rechtsfuß. Er ist ein Rechtsfuß, das muss man auch mal darstellen. Ich glaube, er hat einfach zwei linke Füße, da ist es relativ egal. Jetzt tritt die Legende an. Eckes. Und es steht 1-0 für Deutschland. 1-0 für Deutschland. Mats Martinsson muss jetzt nachlegen. Er spürt natürlich jetzt diesen Druck. Er spürt diesen Druck in allen Knochen. Weil er schlecht gegessen hat einfach. Natürlich. Köttbullar ist nicht immer gut. Er tritt an und... Yeah! Oh mein Gott! Ja, auch ein blindes Huhn findet man irgendwann. Da war eine Kerbe im Boden. Die Fans sind überhaupt nicht auf dem Häuschen. Wollen sie natürlich auch nicht sehen, sowas. Und Eckes, jetzt geht's. Das war Hex der Ball. Eckes verschießt! Da hat man gesehen, da kam der Wind von oben und einfach auch der Krampf, der ihm letzte Woche schon zu schaffen gemacht hat, hat auch jetzt wieder zugeschlagen. Das ist die Aura von Mats Martinsson. Da würde ich auch schnell wegholen. Marvin, schau, passt jetzt gut auf, was passiert. Und drüber. Oh. Ich wollte ihn chippen.
wollte ja den imaginären Torwart verladen, aber das hat nicht funktioniert. Verladen. Entscheidung jetzt, oder? Schon, ne? Eckes hat nun die Chance. Das Ding zu machen. Wird es der goldene Schuss? An die Latte. Und an dieser Stelle Entschuldigung an alle Schweden, die gerade von Mats Martinsen repräsentiert wurden. Trotzdem, Dankeschön. Ja, du erweist dich immerhin als fairer Verlierer, das finde ich super. Willst du noch ein paar Worte sagen? Möchtest du lieber zum Sieger weitergehen? Ich glaube einfach, ich werde jetzt noch ein bisschen üben. Es war ein kleines Tor, ich war nicht drauf gefasst. Und ich dachte eigentlich, dass ich als Torwart antrete. Und deswegen habe ich jetzt hier knapp verloren und ja. Gegen 7 Länderspiele kann ich halt noch nicht anstinken. Aber vielleicht kommt es ja noch. Du kannst gar kein Spiel anstinken. Aber Dieter Eckes Eckstein, Respekt, gratuliere. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du unseren lieben schwedischen Schlumpf hier in die Schranken gewiesen hast. War nicht schwer. Und am 8.10. können alle Wrestling-Fans Dieter Eckes Eckstein live in Schwabach, im Markgrafensaal bewundern, am 8.10. Night of Decisions als Ringbegleitung für den Main Event Absolute Andy gegen Juvenile X. Leute, ruft an 09171 896 112, ist eure Nummer zum Glück, ist eure Nummer zu diesem Event, oder schaut auf den Job unter gbp-wrestling.de. Vielen herzlichen Dank. Alles klar. Nein. Vielen Dank und das war Flaming Tables. Bis zum nächsten Mal.